Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so. Das wird alles im Video erzählt. Wo? Wahrscheinlich bei Broski gleich, oder? Wir gehen rein jetzt. Ja, wir gucken rein. Ist doch da. Mann! Ich bin nicht sauer. Ich bin wirklich nicht sauer. Aber ich bin einfach menschlich enttäuscht. Das sage ich euch bis jetzt. Ich bin wirklich menschlich enttäuscht. Hast du deinen Kopfhörer drin? Ja. So, gucken wir uns das den Bums mal an da. Liked doch eh keiner bei uns, so egal. Ja Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zur Gruppenauslosung von Gemeinschaft. Was ist mit deiner Stimme los? The Future. So dunkel, nein, die Kopfhörer. Die Kopfhörer, Freunde, haben irgendeinen Bug. Ist bei euch auch so? Freu mich, dass ihr eigentlich. Ist es bei euch auch so dunkel? Aber Ehrenmann, Jungs, was er für ein Pullover schon anhat. Stopp mal, ich muss hier gucken. Hoodie 1 plus, danke, heftiger Dude. Hoodie 10 von 10. Ah, das sind wir doch. Und guckt euch an, wieder, wie die Mütze steht, Digga. Wie die Kapuze hinne steht. Es geht guckt euch an. Mit den Spielen zwischen den einzelnen YouTubern bzw. Ja, bei uns war es anders da. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Jetzt passt. Smash auf jeden Fall hier den Like-Button, falls euch das Snipe-Turnier bis jetzt gefällt. Und falls woran hat es gelegen? Haut ein Vierer raus. Ohne Simon würde ich jedes Video liken. Ich habe auf jeden Fall. Dann liken die vielleicht gerade. Und ich glaube, die 13 anderen Teilnehmer werden auch schwitzen. Ich glaube, das wird eine sehr üblich. Oha. Jungs, das Thema ist ja nicht vom Tisch. Nach der Auslosung reden wir da nochmal drüber. Oh, das Simon wird Digger. Bevor wir aber mit irgendwas reinstarten, muss ich mich erstmal bedanken. Ich spreche jetzt einfach mal repräsentativ für alle Teilnehmer. Unfassbar krank, was ihr abgerissen habt bei United. Ohne Witz. Kuster. Also bei jedem Kanal, wo ich geschaut habe, sind Bros die Leute extrem gut angekommen. Danke, Jungs. Likes rausgehauen habt, also das ist wirklich Wahnsinn. Bis jetzt ist ja auch das Feedback, dass United wieder extrem feiert. Also vielen Dank dafür. Mir persönlich macht es auch extrem viel Spaß, das Ganze zu organisieren. Und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein geiles Turnier. Und jetzt geht es ja erst richtig los. 6 Teambuilding-Folgen sind jetzt bei jedem durch. Und ab morgen starten dann endlich die Gruppenspiele. Ihr seht jetzt übrigens hier auch nochmal eine ganz kleine Übersicht, wie, wann, wo, was stattfindet, weil ich kriege immer wieder... Teambuilding von Hammer. Auslosung ist heute. Gruppenphase beginnt dann direkt am Montag bis Samstag zum 3.4. pro Teilnehmer. Auslosung, K.O.-Phase ist dann am Sonntag. Und Viertelfinale plus Halbfinale direkt dann wieder montags, okay. Okay, gut, jetzt wird's straff, ne? Der Zeitplan. Ja. Frank, yo, wann ist denn jetzt die Auslosung? Hast du am 18.04. schon was vor? Nee, wieso? Ja, weil das immer im Finale ist schon. Ah, ist okay. Simon muss ein bisschen mehr Gas geben. Ach, Digga, ich bin, hab ich auch gesagt, ich bin ja dafür, viel Tore zu schießen, sondern ich halte den Bunker hin, ist sauber. Bevor wir jetzt aber reinstarten mit der Auslosung, dort haben wir heute den guten Loris Karius am Start von uns. Aber ich muss nochmal. Kleiner Stargast, der das Ganze hier macht. Kuss geht raus, ja. Loris. Sehr, sehr. Ich muss nochmal sagen, Jungs, wie geil ist wirklich der Hoodie geworden? Wie geil ist er geworden? Sehr ehrenhaft. Aber hinten haben sie sogar gesehen. Klären. Ja, Ehre. Alles kaputt in dem Laden. Das Community und unser Like-Verhältnis. Und Freunde, das war generell krass. Also ich habe gerade schon gesagt, was dieses United abgegangen ist mit den Like-Zahlen. Ja, Fabse, aber was für Tore auch. Es war schwer. Aber ich muss sagen, es gibt natürlich auch wieder einen, der sich hier durchgesetzt hat und der jetzt eben durch seine Community, die eben in den Teambuilding-Folgen am stärksten war, die Möglichkeit hat, eben wegen euch einen Spieler seiner Wahl nochmal auf die nächste Special. Ja, wir achten auf Karius. Und ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt. Und da seht ihr es, Freunde, absolutes GG. Elias Sydney, wo ist ein Ding? Tizi. Ja, scroll mal weiter hin. Geht es überhaupt so weit hin? Nee, sieht man nicht. An Elias, der hier den ersten Platz mitgenommen hat. Zweiter sind Sydney, beziehungsweise zweiter ist Sydney und dritter ist Smexy. Was ihr hier seht, ist das Like-View-Verhältnis. Das heißt, jeder 3,79 Zuschauer von Elias hat ein Like da gelassen bei den Teambuildings. Das ist krank. Hat das Sinn gemacht? Also das heißt, je niedriger der Faktor ist, desto besser ist das Verhältnis natürlich. Hey Freunde, hier seht ihr das, Sydney. Also, dass ihr das Verhältnis wisst, bei uns sind es 24, 26 oder so. 9 ist bei uns. 6 ist bei uns. 6, jeder 6. Ja. Das ist aber eigentlich gar nicht schlecht, Digga. Es ist Platz 12! Ja, aber es ist eigentlich nicht schlecht. Es ist Platz 12! Ja, okay. Mit 4,25, Smexy 4,51 und Elias dann eben nochmal ein gutes Stück davor mit 3,79. Absolutes GG, Mann.
viel Spaß mit dem Upgrade. Ich denke mal, ihr werdet dann auch ja, in den nächsten Tagen bei ihm dann entweder in einem ersten Gruppenvideo sehen oder halt bei ihm auf Social Media, keine Ahnung, was er dann nochmal in seinem Team tut, was er da upgradet. Wird sich bestimmt die ein oder andere Möglichkeit ergeben. Also GG dafür, muss man sagen. Community hat abgerissen. So, jetzt haben wir eigentlich alles geklärt, Freunde. Ich freue mich enorm auf die Partien. Ich freue mich enorm auf die... ja, tut weh, Mann, ja, tut weh. Mir tut's auch weh. Das ist jetzt Loris sein Part. Let's go. Yo Leute, was geht ab? Hier ist der Loris Karius und ich werde heute für euch die Gruppenphase auslosen von United Royal. Ja. Der Simon, der Gamer Brother, United hat mich gefragt, ob ich es machen kann, hat meine Kleinigkeit bei mir gut. Ja. Sagt der United Karius Royal? Ich werde heute für euch die Gruppenphase auslosen von United Royal. Ja. Rufen wir an, die Stehlampe. Ah, den sollen wir auch raiden danach, war er mir aufgenommen. Aber Mikro da gut. Ey, Karius, du alte Stehlampe, ne? Das ist nicht United Royal, sondern United Future, Digga. Ne? Als kleiner Tipp. Der Simon, der Gamer Brother, hat mich gefragt, ob ich es machen kann. Hatte noch eine Kleinigkeit bei mir gut. Und deshalb werde ich das heute für euch machen. Nur damit ihr es schon mal seht, ich habe die Zettel hier in der Schale vorbereitet von allen 14 Teilnehmern. Und ich werde jetzt gleich schön gut durchmischen, nicht hingucken und ganz entspannt für euch die Gruppen machen. Wir fangen an mit einer Vierergruppe, ja, Gruppe A, fangen wir an mit Bussio. Zweiter. Ah, das ist Benji, Digga, das ist Benji! Das ist Benji! Das ist Benji! Oh. In Gruppe A ist der gute, liebe Solution. Dann machen wir weiter. Oh mein Gott! Dritte. In Gruppe A ist Elias. Und ist abgeschlossen draußen. Ja. Nicht zu machen, haben wir einen Tabak. Machen doch auf. Digga, ich will jetzt endlich mal die scheiß Auslosung gucken, bei wem ich in der Gruppe bin. Jetzt chill dein Leben, Alter. Danach werde ich jetzt eine Dreiergruppe auslösen. Wer lacht denn da unten oder was, Alter? Wir haben die Klingel ausgestellt, weil hier immer welche klingeln. Schließ ab wieder. Das ist ein langer Schließ ab. FIFA Goals United. Zweiter in der Gruppe B ist euer Gamer Brother. Last but not least, in Gruppe 2 haben wir den Sydney. So. Jetzt, meine Freunde, kommt die nächste Vierergruppe. Der erste sind meine guten alten Freunde, Tizi Schube. Oh. Zweiter. Sag mir nichts, der Keller. Ah! Okay, also ihr habt uns nicht getrollt, Digga. Der ist so gut, Digga. Ihr habt uns nicht getrollt. Das ist so gut. Ey, mal ganz ehrlich. Das war kein Zufall, das kann kein Zufall sein. Ich sag, der Boski hat dem vorher eine Sprachnachricht aufgezeichnet, ey, hör zu. Ich find's schon komisch, ne? Dass man die Lose nicht sieht, aktuell. Ich lass euch das Video mal weiterschauen und dann können wir nochmal entscheiden, ob das so ein Zufall ist. Alles, so wie es ist. Okay. Will jemand einen Kaffee? Nee, danke. Gruppe 3, Wakes. Letzter Teilnehmer in Gruppe 3, Smexy. Folgerichtig. Digga, also... Nenn ich dir das Kind beim Namen, gegen Steini wird's schwitzig. Digga, wenn das unsere Gruppe ist, sind wir sehr gut weggekommen. Sind wir sehr gut weggekommen. Also jetzt ohne die anderen Teilnehmer klein zu reden, Steini ist ein Gute, Wakes ist ein sehr, sehr Gute, Smexy ist ein Gute und ich würde sagen, wir sind auch gut. Also ich finde, passen wir rein in die Gruppe. In die Gruppe passen wir rein, würde ich sagen. In die Gruppe passen wir rein. Ist ein machbares Ding, aber auch stark, ne? Es hätte uns natürlich viel, viel schlimmer treffen können. 70-30 wird gegen Steini dieses Jahr nicht reichen. 80-20, Digga. Wir sind auf jeden Fall nicht da, um Freunde zu finden, Digga. Wenn es ja nach die Crew auflöst, dann ist es so. Dann ist es halt so. Dann ist es so. Sorry, aber da muss man auch mal ein bisschen an sich denken, ne? Gold 3, Gruppe, da ist ja schon das Maxi, der alte Schwitzer. Gegen den wird auch geschwitzt. Gegen Maxi gehen wir auf 90. Ja, aber gegen das Maxi müssen wir aufpassen. Da müssen wir gucken, dass wir alle Getränkelieferanten im Umkreis von ihm, dass er vorher kein Alkohol kriegt. Wichtig. Weil wenn er Alkohol vorher hat vom Spiel, wird's gefährlich. Richtig, es schließt sich auch die letzte Gruppe. Da haben wir zuallererst Payne. Als zweiten Teilnehmer haben wir viel FIFA. Wow. Und zu guter Letzt... Benji! Benji, was ist das? Benji! Was ist das? Halt's Maul. Trittst du überhaupt an?
Das wäre eine gute Wahl. Ey, nee, ich würde es feiern, wenn du dich hinhocken würdest und sagst... Ich morgen ein Video hoch und sag, ey, war geil, United, danke Jungs, dass ich dabei sein durfte. Ich würde einfach, mach doch so, vor jedem Spiel hebst du einfach kurz die Hand und sagst, man muss doch mal die Hand heben und einfach sagen, hier ist fertig. Willkommen bei United Gruppenspiel Nummer 1 gegen viel FIFA. Weiße Fahne, Digga, und Video vorbei. Digga, an deiner Stelle, ich würde wirklich, ich würde Rage quitten, weil da verlierst du nur 3-0. Dann hast du nur 3-0, 3-0. Ist gar nicht so verkehrt. Du Scheiße. Irgendwas hat das du verbrochen. Irgendwas hat Bros gegen mich, Digga. Game. So, Männer, viel Spaß beim Turnier. Ich bin raus. Haut rein. Aber, ciao. Gutes Setup hat der Mann. Freunde, wir sind zurück. Grüße. Gehen raus an den guten Karius. Danke auf jeden Fall. Jetzt kann ich mal schreiben, dass er dabei ist. Wollte er freuen. Hat die Gruppen ausgelost. Und hier seht ihr sie jetzt nochmal im Überblick, Freunde. Schaut euch. Okay, Gruppe 1, Bossio Solution, Elias Tabak. Hat er natürlich auch eine mega harte Gruppe erwischt, ne? Gruppe 2. Geht eigentlich, Digga. Warum? Ja. Elias ist stark. Gut, Tabak aktuell ein bisschen Tabak Loch. Und Solution schlagbar. Findest du? Also gegen beide gewonnen beim Cup letztes Mal. Du? Ja. Also wirklich, wenn die Bossio ist ja auch nicht schlecht, Digga. So, also ich glaube, die sind. Die anderen drei sind so ungefähr auf einem Niveau. Kommt drauf an, wie stark Tabak ist, aber dem liegt es ja dieses Jahr auch nicht so. Ja, Tabak ist dieses Jahr auch ein bisschen im Löchle, ne? Und deswegen. Und Solution, wenn er gebrochen ist, dann ist er sowieso weg vom Fenster. Okay, aber Gruppe 2 ist halt auch hart, ne? Sydney, FIFA Gold Tonight, Gamer Brother. Ich hoffe, FGU in Sydney, Digga, wirklich. Ich hoffe es so sehr. Man muss wirklich sagen, Gruppe 3 haben wir eigentlich echt Glück. Ja, also wir zählen ja auch, zu den Noobs, von daher ist es ja in Ordnung. Ihr habt so eine Gold 3 Gruppe. Ja. Und Wakes ist halt noch drin. Ja. Aber Wakes ist auch schlagbar an manchen Tagen bestimmt. Ja, ist auch drei Schwitzer. Aber also ihr habt wirklich die beste Gruppe. Nee, muss man wirklich sagen, also deine ist ja auch knüppelhaft, Digga, deine Gruppe. Ihr habt die ausgeglichenste Gruppe, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. So, bei das dir ist, so ist ja wirklich Schwanz in deinen Arsch, ne? Gruppe 3, Tizi Schumbech, der Keller, Wakes und Zwexy. Oh Freunde, ich glaube, da ist eine richtige Rechnung auf. Gegenstände. Gruppe 4, Evident Chat, Benji. No Head Gaming, Pain und viel FIFA. Bruder, es tut mir schon ein bisschen leid. In deiner Gruppe will ich ehrlicherweise nicht sein. Und ihr seht schon, da sind auf jeden Fall ein paar... Kühlschrank! Was will er? Milch! Heiße Partien dabei. Es kommen jeder Gruppe zwei weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang schon erwähnt habe. Wir sind ja dieses Jahr eine etwas ungerade Zahl. Das heißt 14 Teilnehmer. Deshalb zwei Dreiergruppen, zwei Vierergruppen. Es kommen aber immer nur in jeder Gruppe, egal wie viele da drin sind, die ersten beiden weiter. Und dann wird eben nochmal fürs, was muss das nun sein? Viertelfinale wird dann nochmal neu gelost. Eben. Ja, Freunde, bin ich zufrieden mit meiner Gruppe? Ich weiß nicht. FIFA Golds United, gegen die spiele ich irgendwie in jedem Turnier. Also, gefühlt gibt es keine Partie. Benjis Gruppe, der tut mir leid. Der ist am Arsch. Boah, und Sinja kann ich nicht, Sinja kann ich echt nicht einschätzen, ne? Ich glaube, der ist ein richtiger Schwitzer. Und ich bin FIFA 21 echt scheiße. Ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, das ist eher eine schwierigere Gruppe. Aber ich meine, gut, ich hätte auch bei Benji drin sein können. Also, von daher bin ich eigentlich zufrieden. Bin gespannt, was jetzt noch passiert, Freunde. Ich bin raus und dann sehen wir uns die nächsten Tage bei meinem ersten Gruppenspiel. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Also, gegen Steini wird's ekelhaft. Gegen Steini wird's ekelhaft, Jungs. Sag ich euch, wie es ist.